Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem Wetter-Update. Daily oder was auch immer. Ich möchte euch im heutigen Video mal wieder aus meiner Perspektive aus dem neuen Zimmer. Was heißt mal wieder? Ich glaube, habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Ihr hattet ja wahrscheinlich alle mal in Erinnerung in einem der letzten Vlogs, die ich hier auf meinem Kanal rausgehauen habe, dass jetzt, wo ich jetzt hier meinen Schreibtisch stehen habe, stand ja früher mal mein Bett. So. Die Wand, die ihr jetzt hinter mir seht, da standen Schränke. Und zwar die, die jetzt hier übereinander stehen. Das sind 1, 2, 3 übereinander. Und die stehen jetzt übereinander. Habe ich ja schon gesagt. Vorher standen die nebeneinander, also da, da und da. Und neues Bett, was man jetzt hier sieht, so ein bisschen hier im Hintergrund. Das geht jetzt auch bis vor an die andere Seite. Und dort hinten ist auch mein Fenster. Das ist also, wie lang war das jetzt? 2 Meter? 2 Meter lang, 1,40 breit. Da kann man gerade so hier, da zwischen Wand und Bett ist nicht mehr so viel Platz. Aber das ist jetzt auch erstmal egal. Es ist auf jeden Fall machbar und mir gefällt mein Zimmer jetzt viel besser. Es ist viel besser aufgeteilt und habe auch neue Farbe drüber gestrichen. Waren ja so rot-grüne Streifen und das haben wir dann alles gestrichen. So, aber fertig mit dem Gequassel darüber. Wir haben ja jetzt ein richtig warmes Wochenende. Ne? Aktuell sind ja bei mir gerade, muss man mal gucken, 26, 26, 23,6 Grad aktuell bei mir. Und leider bleibt es nicht so, es wird wieder frischer werden. Und zwar ist über die komplette Woche auch in komplett Deutschland etwas frischer als an diesem Wochenende. Im Westen tut es aktuell ja regnen und die Gewittergefahr ist ja in der Mitte Deutschlands heute ein bisschen gestiegen. Im Raum Kassel, im Harzgebiet und Thüringen, da sind einige Gewitter geplant für heute Nachmittag oder den jetzigen Zeitpunkt. Da regnet es auf jeden Fall auch örtlich. So, aber ich möchte euch das Wetter heute mal nach einem kleinen Prinzip, nämlich dem Apfelprinzip, erklären. Das Apfelprinzip, das ist irgendwie, also wenn ihr nach dem Apfelprinzip googelt, ihr werdet wahrscheinlich nichts finden, weil das ja nach einem Apfel basiert, den ich jetzt hier auch stehen habe. Und zwar ist das ein Apfel, meine lieben Freunde. Vor dem warmen Wochenende, was wir hier haben, war es ja lange Zeit etwas kühl. Das präsentiert diese gelbe Seite. Und dieser Apfel hat was ganz Besonderes, denn er ist ganz schön gecuttet. Nämlich, wenn ich das jetzt mal so drehe, drehe, drehen, 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 schwupps, da ist ein Cut und da ist der Apfel auf einmal reif. Und das ist dieses Wochenende passiert. Also Donnerstag, Freitag und am heutigen Samstag ist es ja bei uns im Osten zumindest etwas wärmer mit 23 Grad, aktuell fast 24 Grad sogar. Und im Westen kämpfen die Temperaturen zwischen 20 und 16 Grad aktuell bei Schauer und einigen Wolkenlücken höchstwahrscheinlich. Und wenn ich den Apfel mal weiter drehe, zack, 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 wird es etwas blasser und dann ist wieder der Cut da. Und genau das passiert uns in den nächsten Tagen auch wieder. Die Nachttemperaturen waren ja in den letzten Tagen auch so um die 8 bis 11 Grad. Letzte Nacht hatten wir 9 Grad. Die Nacht zuvor, also vom Donnerstag zum Freitag, hatten wir 11 Grad Tiefstwerte. Das ist für den März, beziehungsweise Ende März immer noch ziemlich warm. Wir haben nächste Woche bei uns hier zumindestens wieder Tiefstwerte bis 2 Grad und leichten Bodenfrost, aber das sieht im den Rest Deutschlands ganz anders aus. Nämlich im Norden Deutschlands haben wir zumindest am Dienstag, also laut meinem Radar zeigt es mir am Dienstag Bodenfrostwerte bis minus 3 Grad in den Mittelgebirgen und in Norddeutschland an.
Sonst ist es eigentlich relativ warm mit 7 bis 2 Grad Tiefstwerte über die komplette Woche verteilt. Am Freitag steigen die Nachtwerte wieder auf 4 bis 8 Grad in der Nacht tiefstens. Und die Tageswerte bleiben über den Tag verteilt eigentlich in ganz Deutschland ziemlich gleich. Nämlich von 17 bis 13 Grad ist alles dabei. In der Mitte der Woche, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, kann es auch mal unter 13 Grad. Die Höchstwerte am Tag liegen dann zwischen 9 und 13 Grad. Örtlich. Dazu kommt auch leichtes Schauerwetter. Zum Dienstag kommen wieder aus dem Westen leichte Schauer, die sich dann auch über ganz Deutschland ausbreiten. Am Donnerstag ist auch wieder Regenwetter angesagt. Aber zum Wochenende hin wird es wieder etwas sonniger. Die Wolken sind aber trotzdem noch hartnäckig, sodass mir aber wieder, kommen wieder zu diesem Effekt, hier waren wir ja gerade und die Woche geht wieder frisch los. Zack, zack, zack. Und da sind wir nämlich dann nicht mehr in dieser Woche, in der 14. KW, sondern in der 15. KW. Also schon die Woche so 8., 9., 10. April und dann geht's wieder hoch. Und zwar geht das schon am Freitag wieder am Oberrhein los mit Werten um die 16 bis 19 Grad. Und die 20 Grad werden da schon am Wochenende geknackt. Zumindest am Sonntag im Westen. Und im Osten werden die dann am Montag zum Dienstag. Und am Mittwoch sind auch immer noch bis zu 21 Grad möglich. Und danach geht es wieder bergab. Bis Höchstwerten wieder 14 Grad. Also es ist gerade wieder ein Tal- und Bergfahrt zurzeit. Und wir werden gucken, ob Ostern schönes Wetter wird, ob Ostern auch 20 Grad örtlich werden oder ob wir ein kühleres Ostern dieses Jahr haben. Auch nicht zu kühl. Ich nehme an, es wird mild werden, zwischen 8 und 14 Grad. Es kann aber auch deutlich wärmer werden, beziehungsweise auch deutlich kälter. Wir lassen uns überraschen und ja, sehen, was dabei wird. Kleine Zwischeninformation. Ich habe mir heute mal getraut, heute Vormittag. Ich muss sagen, es hat auch richtig geklebt. Wir haben ein paar Zitronen gehabt und ich habe mich mal ein Rezept probiert und habe meine Zitronenlimo. Ja. Ist natürlicher Basis aus nicht eigenen Zitronen, aber die sind zumindest frisch aus und schmecken auch gut. Ja, meine lieben Freunde, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, genießt den Tag und ich hoffe, bei euch ist auch noch schön warm draußen und ich werde jetzt auch wieder nach draußen gehen. Bis dahin, ciao, ciao.